Okay, es bedeutet Weltenbaum, aber wie spricht man das aus? Wake-chan. Wake-chan. Das klingt beides bescheuert. Ich versuch's gar nicht erst. Diese Karte ist in der Hinsicht besonders, dass sie eine der wenigen ist, die dunkles Land, aber kein dunkles Volk enthält. Euer Auftrag ist es, die Siedlungen der Trojaner und Mayas zu zerstören. Diese starten gut ausgebaut und mit zahlreichen Zielobjekten, sodass beide von Anfang an weit über 100% Kampfkraft besitzen. Noch dazu gibt es in unserem Startgebiet keine Waren, wir starten aber mit einer großen Anzahl an Gärtnern, Geologen und Saboteuren sowie einem Priester. Der große Berg, der unseren Teil der Karte dominiert, enthält große Mengen an Stein, Kohle und Eisen sowie etwas Nutzlosium, aber nur geringe Mengen an Gold. Dafür gibt es im Südwesten der Karte eine Goldader, die ihr im späteren Verlauf des Spiels anzapfen könnt. Besonders wichtig wird jedoch dieses Rohstofflager, ohne dass ihr die ersten Angriffe nicht überleben werdet. Auf Normal können die Mayas bereits nach 30 und die Trojaner nach 40 Minuten in den Angriff übergehen und aufgrund ihrer hohen Kampfkraft werden sie jeden 1:1 Kampf gewinnen. Glücklicherweise ragt das Gebiet der Mayas in unseren Teil der Karte, was wir ausnutzen können, um die Angriffsfähigkeit der Mayas zu unterdrücken. Ich habe 3 Anläufe gebraucht, um diese Karte zu schaffen und dabei festgestellt, dass es zu lange dauert, das Warenlager mit Dieben zu plündern oder mit Türmen zu übernehmen. Abgesehen davon besteht bei unserer Startposition die Gefahr, dass die Trojaner in unser Gebiet siedeln. Daher ist es besser, mit ein paar Gärtnern die kleinen schwarzen Flecken nördlich des Gebirges zu beseitigen, aber den Großteil der Gärtner in Pioniere umzuwandeln und das Warenlager einzunehmen. Verlegt alle eure Siedler dorthin und gebt die Startposition auf. Belasst auch das dunkle Land so wie es ist, da es euch vor der Ausbreitung eurer Gegner schützt. Nutzt 2 Steinmetze, um das Steinfeld am Fluss abzubauen, für die übrigen Steine kann eine Steinmine sorgen. Baut aber zunächst nur eine, bis eure Brotproduktion läuft, da ihr euer übriges Brot für eure Kohleminen benötigen werdet. Während ihr eure Holzproduktion baut, rusht ihr außerdem eine Kaserne und nutzt die Waffen und das Gold für eure ersten Soldaten. Baut danach eine Verteidigungslinie am Fluss auf. In meinem Fall war dort Platz für 3 große Türme sowie 3 kleine Türme zur Unterstützung dahinter. Platziert mindestens 10 Diebe im überragenden Maya-Gebiet, damit die Mayas immer wieder Schwertkämpfer durch eure Verteidigungslinie schicken. Wenn alles gut geht, werden die Mayas auf diese Weise nicht bzw. nicht effektiv angreifen können, da sie keine Schwertkämpfer besitzen werden. Die Trojaner stellen danach die größte Bedrohung dar, weshalb wir unbedingt eine doppelte Schwerindustrie benötigen. Nutzt eure Pioniere, um die nötigen Bereiche des Gebirges zu erobern und breitet euch im übrigen Gebiet mit Türmen aus. Versucht außerdem einen kleinen Tempel zu bauen oder den in eurem Startgebiet anzubinden, damit genug Tequila für einige göttliche Gaben und eine Anwendung des Abkürzungszaubers starten. Da wir nicht viel Gold im Startberg haben, konzentrieren wir uns zunächst nur auf Level 1 Soldaten. Sollten die Trojaner einen unserer Türme übernehmen, kann dies unter Umständen ausgenutzt werden, um ihr Militär auf ähnliche Weise wie das der Mayas zu unterdrücken. Sobald eure übrige Wirtschaft stabil ist, expandiert ihr zur Goldader und baut dort einige Goldminen und Goldschmelzen. Mithilfe von Lagern könnt ihr für einen stabileren Rohstofftransport sorgen. Ab diesem Punkt konzentriert ihr euch auf Level 3 Soldaten und baut einige Sets Zielobjekte, damit eure Soldaten den Feindlichen auf Augenhöhe entgegentreten können. Danach ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr die Verteidigung der beiden Siedlungen überwältigt habt.